Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist jetzt ein sehr spontanes Video, weil ich gestern ein Gespräch hatte. Und ich habe ein bisschen über mein Selbstbewusstsein geredet und halt sehr viel über mich. Und ich habe echt die Nacht drüber nachgedacht und ich wollte erst gestern das Video machen, aber das wäre zu emotional gewesen. Und dann dachte ich mir, okay, nein, das kannst du nicht machen. Ich möchte in Ruhe drüber reden und nicht hier rumheulen, weil, keine Ahnung, ich wollte eigentlich nie so Videos machen, wo ich immer so viel von mir erzähle. Ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung, aber irgendwie denke ich mir dann auch so auf der anderen Seite so, okay, ich muss euch ja nicht alles erzählen, aber ich meine, ihr seid ja so ein Teil meines Lebens und ich finde, da solltet ihr ruhig, also ich gebe ja schon sehr viel Preis von mir. Warum soll ich nicht einfach auch euch damit helfen können? Und deswegen dachte ich mir, dass ich heute mal über das Selbstbewusstsein reden werde, da ich selber früher gar nicht selbstbewusst war. Ehrlich, ich war total schlimm. Ich bin auch immer noch eigentlich schlimm, aber ich würde sagen, ich trage es so ein bisschen mit noch so in mir. Ich lasse das nicht mehr so raus, dass das einige spüren, dass es mir vielleicht schlecht geht oder dass mich das verletzt, dass ich halt noch sensibel bin. Es sagen mir so viele immer, Enya, du bist so perfekt, du siehst perfekt aus, hast einen perfekten Charakter und ich möchte so gerne sein wie du und lass mal tauschen und du bist immer glücklich und crazy drauf und anscheinend läuft ja alles perfekt in dein Leben und sowas halt. Und ich denke mir immer so und sitze vor meinem Handy und dann denke ich mir wirklich immer so, wenn du wüsstest, was eigentlich wirklich so in mir abgeht, so vielleicht bin ich in den Social Media immer so, ja, das glückliche, hübsche Mädchen. Jetzt bin ich wieder eingebildet, aber warum soll ich lügen, hä? So, da kommen wir wieder auch zum Punkt, ne? So, man darf doch sagen, dass man sich hübsch findet, oder? Ich finde, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Okay, wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich bin so geil, Alter, boah. Okay, dann verstehe ich das, ja. Aber wenn man noch sagt, hey, ich finde mich hübsch und ich bin zufrieden mit meinem Aussehen. Warum? Das hat doch auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, finde ich. Und ich finde das schön, wenn das einer sagt. Und ich finde das sogar traurig, wenn einer sagt so, ja, ich fühle mich voll hässlich, ich will so sein wie du und keine Ahnung, mich macht das so traurig. Ich finde das immer so schön, wenn andere Leute sagen so, ja, ich bin zufrieden mit mir, ich finde mich hübsch und warum nicht? Warum? Warum sollte man sich nicht hübsch finden dürfen? Was soll ich denn sagen? Soll ich sagen, ich bin hässlich, obwohl ich mich gar nicht hässlich finde? Ich meine, jeder hat seinen eigenen Typ. So, vielleicht bin ich für die ein oder anderen vielleicht jetzt nicht so hübsch, weil ihr vielleicht eher braunhaarige Mädels hübscher findet. Keine Ahnung, wie gesagt, ist da alles Geschmackssache. Aber warum soll man nicht mit sich selber zufrieden sein? Das ist auch immer so ein Punkt. So, dann wird man direkt immer so als eingebildet, abgestempelt. Das ist so traurig, ne? Und ich sag ja nicht, dass ich das geilste Mädchen auf der Erde bin, dass ich hier perfekt bin oder was weiß ich. Ich meine, es gibt auch Sachen, wo ich selber auch nicht mit zufrieden bin. Zum Beispiel, ich mag meine Stirn zum Beispiel nicht, weil ich finde meine Stirn zum Beispiel zu groß ist, so. Und das haben auch schon sehr viele gesagt. Und ich denke mir immer so, ey, dann kommen wirklich so Sprüche wie, deine Stirn ist so groß wie eine Landebahn oder so, kann man drauf landen, so mit dem Flugzeug und so. Halt immer so richtig unnötige, dumme Sprüche. Und dann gucke ich mir so, jetzt ehrlich, gucke ich mir so das Profilbild von denen an, ne? Dann ich mir so, und du willst mir sagen, dass du perfekt bist? Dass alles schön perfekt bei dir angesetzt wurde, dass du eine perfekte Stirn hast, du hast die perfekte Nase, perfekte Lippen, perfekte Augen, perfekte Augenbrauen, perfekte Form. Ich denke mir dann so, hey, what the fuck? Jeder hat seine Macken irgendwie. Die Menschen, die zu dir sagen, dass du vielleicht scheiße aussiehst oder eine große Nase hast, keine Ahnung, so wie bei mir, vielleicht die Stirn oder so. Oder was die auch zu mir sagen, ich habe halt nichts, also ich habe ja wirklich nichts, ich habe keine großen Busen, keinen großen Hintern. Ich bin halt dünn und
habe halt sehr, sehr wenig. Aber dass man in dem Alter schon sagt, so ja, so mit 16, 17 und so, dass man da so anfängt mit, ja, du hast viel zu kleine Busen, du hast viel zu kleinen Popo da, da kann ja mal was mehr dran. Leute, wenn man nicht zunehmen kann, kann man nicht zunehmen. Was ist denn daran nicht zu verstehen, ne? Für einige ist das leichter zuzunehmen und wieder schwer abzunehmen. Für mich ist es sehr schwer zuzunehmen, aber sehr schwer wieder abzunehmen. You know? Ja, you know. Nein, aber es ist wirklich so, dass man in dem Alter schon so darauf achtet, so, was ist denn? Dann lasse ich mir vielleicht mal meine Stirn verkleinern, bin ich dann perfekt oder was? Und dann noch meine Busen vergrößern und dann seid ihr zufrieden oder was? Ne, ganz bestimmt nicht. Das mache ich doch nicht für Leute, die ich gar nicht kenne, die mir im Arsch vorbeigehen. Ich versuche vieles momentan zu unterdrücken, weil ich habe auch sehr viel Scheiße erlebt und jetzt braucht mir auch gar keiner kommen und sagen, die lügt voll in ihren Videos. Ich denke mir dann nur so, du hast doch gar keinen Plan von meinem Leben, also halt dich doch einfach da raus. So, du weißt doch gar nicht, was abgeht. So. Oder was auch immer lustig ist, die täuschen hier in den Kommentaren, habe ich schon oft gesehen, oder in Instagram oder so, dass die mit mir befreundet werden und die wissen ganz genau, was bei mir abgeht und so. Kein Stück, weißt du. Ich habe vielleicht 2 Freundinnen, mit denen ich wirklich so bin. Und eine davon, die weiß alles über mich, so weit, also fast alles. Dann denke ich mir immer so, vielleicht kennst du mich ja, mag ja sein, dass du mich vielleicht persönlich kennst, mit mir schon mal geredet hast oder wir schon mal Kontakt hatten, aber was jetzt abgeht, vor allem ich denke mir so, ich erzähle doch nicht immer alles sofort jedem, so was überhaupt in meinem Leben passiert ist oder so, ich denke mir dann immer so, Und dann wollen die immer mir erzählen, was wirklich in meinem Leben abgeht, obwohl ich es ja besser wissen muss, ne, aber egal. Und ja, ich habe auf jeden Fall echt scheiß Sachen erlebt, aber dazu braucht ihr kein Video, also braucht ihr auf jeden Fall nicht anfragen, dass ich dazu ein Video machen werde. Darüber werde ich niemals reden, niemals. Das bleibt schön hier drin, ne? Weil mir ist das, also das ist was sehr Persönliches, was mir an Herz, also was mich richtig so, das ist mir sehr nahe halt, ne? Und deswegen, ich werde euch auf jeden Fall viel erzählen über mich und ihr werdet auf jeden Fall mehr erfahren, alles schön und gut, aber es gibt halt manchmal Sachen, die einfach wirklich privat bleiben müssen und ich das auch so möchte und ich möchte auch, dass ihr das so akzeptiert und mich kann auch keiner überreden, dass ich darüber Videos machen werde und deswegen... Ja, auf jeden Fall, egal ob Stress oder ob ich mich auf etwas freue und es dann doch nicht klappt, so, oder ich was über mich höre, was in meinem Umkreis ist, irgendwie sowas, was mich sehr belastet. Leute, bei mir ist das so, ich gehe direkt aufs Klo und fange erstmal an zu brechen. Das ist bei mir wirklich so schlimm. Immer wenn es mir nicht gut geht, immer wenn ich schlechte Laune habe, wenn mein Kopf ein bisschen doof spielt, ich fange wirklich immer an zu brechen. Das ist so schlimm, egal ob es Liebeskummer ist oder so, bei Liebeskummer, bei wenn einer gestorben ist, wenn ich Stress habe mit jemandem, weil ich bin keine Person, die sagt, komm doch, ich schlag dir einen aufs Maul, keine Ahnung. So, ich sag so, wenn du ein Problem mit mir hast, dann komm zu mir selber und sag mir das ins Gesicht. So, und lässt dann nicht hinter meinen Rücken und erzähl nicht irgendeine dumme Scheiße. So, ich finde das ja okay, wenn man zu mir kommt und sagt, Enya, wenn man das aber vernünftig sagt, ne? So, man muss doch einfach... Ich denke mir immer so, die kommen immer mit ihren Gruppen und dann sagen die immer so, was hast du da gemacht, du dumme Schlampe, bla bla, sorry für die Redensart, aber ich wollte das jetzt so ein bisschen nachspielen. Es kommt wirklich immer, also es kam schon echt Weiber zu mir und die meinten so, guck dich mal an, Alter, wie siehst du denn aus, voila, so wirklich, wird schon angespuckt, wirklich, boah, das ist so ekelhaft, ne? Ich denke mir immer so, was sind das für Weiber? Was sind das für komische Weiber? Und ich stehe dann immer so, ich meine, jetzt tue ich einen auf stark so, aber ich stehe dann wirklich da und könnte am liebsten so heulen, ne? Weil erstens, weil ich denke mir so, warum sind die so? Warum?
hä, so. Und wenn die alleine sind, dann sind die irgendwie plötzlich ruhig. Oder wenn ich mit meiner Mama irgendwo in der Stadt bin, einkaufen, was weiß ich, dann gucken die mich nicht mal mit dem Arsch an. Aber wenn ich alleine bin und die mit ihren Girls sind, dann können die so richtig große Fresse haben, ne? Und das ist so Panne einfach. Und ich weiß nicht, und dann sind da auch immer Jungs bei und dann fühlen die sich noch cooler. Und oh, mein direkt, ja, soll ich die schlagen? Hä? Hä? Soll ich die meine geben? Ey Leute, ich meine, jetzt lache ich drüber, aber wenn man wirklich in der Situation ist, dann geht's einem so scheiße, echt, das ist so. Und ich habe mir sehr viel gefallen lassen, was mein größter Fehler war. Ja. Hab das immer für mich, also hab mir das immer so für mich gelassen, so in meinem Herzen, hab mit nie jemandem drüber geredet, so immer alles schön für mich behalten. Und das ist eigentlich auch der Fehler. Und ich liege sehr oft im Bett und fange einfach manchmal an zu heulen, weil es mir scheiße geht, weil ich einfach meine Stadt, ich bin hier einfach wirklich nicht glücklich und ich möchte wirklich weg hier. Also das kann ich auch ruhig sagen und das wird auch auf jeden Fall nicht mehr lange dauern. Ich möchte es auf jeden Fall umsetzen, weil ich möchte einfach, weil so gesehen bin ich glücklich, dass mit das, was ich mache, bin ich super glücklich mit meiner Familie, mit meinen Freundinnen und was nicht alles. So bin ich glücklich und alles, was euch nicht glücklich macht, das solltet ihr aus eurem Leben streichen. Streicht das von diesem Zettel und das streicht ihr auch von eurem Leben. Und dann versucht ihr, wenn es auch nicht so einfach geht, zum Beispiel bei mir geht es jetzt halt vielleicht auch nicht so einfach, mal eben so irgendwo hinziehen, redet mit euren Eltern. Eure Eltern werden euch unterstützen, wenn ihr gut mit euren Eltern seid. Ich meine, es gibt ja auch manchmal nicht so tolle Eltern. Meine Eltern sind zum Glück für mich da und werden mich auf jeden Fall unterstützen in der Sache. Und ja, mein Management auch. Deswegen ist eigentlich alles so in trockenen Tüchern und wir werden auf jeden Fall weiter gucken, wie es jetzt weitergeht und so. Und ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle, weil ja. Und damit wollte ich einfach sagen, dass ihr nicht immer alle denken sollt, dass ich immer die tollste Person bin. Ich mache halt auch Fehler, genauso wie alle anderen. Und ja. Ich würde sagen, ich hoffe, ich konnte jetzt vielleicht einigen da draußen ein bisschen so ein, ja, so ein bisschen Motivation geben. Und vielleicht bin ich ja nicht die Einzige, die so denkt. Und vielleicht gibt es ja da draußen welche, die auch sowas haben wie ich und die sich aber komplett alleine damit fühlen, sich nicht verstanden fühlen. Ich fühle mich auch sehr oft nicht verstanden von einigen Leuten. Ja, dass ihr euch halt nicht damit alleine fühlt und ja, deswegen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja. Würde ich sagen, dann beende ich das Video jetzt und bis zum nächsten Video. Ich habe euch ganz doll lieb. Tschüss!